genau. Ja, genau. Jetzt ist, ja, es ist ja alles wunderbar. Moment. Okay, kriegen wir hin. Ja. Sieh, gibst du Bescheid. So, nun zum Abschluss der Übertragung, unserer Live-Übertragung per Periscope vom Tag der offenen Tür, hätten wir hier die Präsidentin der HFF, Bettina Reitz. Eine Frage, wie haben Sie den Tag der offenen Tür heute empfunden? Gibt es so ein paar Highlights, die Sie zusammenfassen können? Also erstmal ein unglaublich lebendiger Tag. Um 9 Uhr standen die ersten Interessierten schon vor der Tür und ab 9.30 Uhr ging es los bis jetzt. Es ist länger geworden, als wir eigentlich gedacht hatten. Es ist ein ganz großer Publikumszulauf gewesen. Eigentlich war jede Veranstaltung so, dass man noch stehen musste, dass, obwohl wir eine große Filmhochschule sind, darauf sind wir ja auch stolz, eigentlich die Plätze bei uns heute nicht gereicht haben. Ein Highlight, das war schon im letzten Jahr so, ist immer die Live-Schalte nach Los Angeles zu Michael Koldewey, aber auch unser neuer Professor für serielles Erzählen, Tadzs Romi, hat heute zum ersten Mal seine Konzepte, seine Ideen vorgetragen. Entsprechend groß war natürlich das Interesse, aber die klassische Spielfilmregie ist immer sehr gut besucht und ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich dieses Jahr einen Besucherrekord erreicht. Es war zumindest von der Menge der Menschen, die hier in der HFF versammelt waren, anzunehmen. Und ich glaube, wir leben ja in einer Zeit, in der die bildliche, die visuelle Kommunikation sehr, sehr stark zunimmt, sich auch andauernd verändert. Die Menschen spüren, das eine ist das, was ich sehr, sehr schnell mit den technischen Möglichkeiten machen kann. Das andere ist aber ein steigendes Interesse, tatsächlich auch die Qualität zu lernen, die Ausdrucksmöglichkeiten, auch die Komplexität, filmisch zu arbeiten. Und dafür ist die Hochschule für Fernsehen und Film in München genau die richtige Adresse. Und das hat man gespürt, dass aus dem Umfeld, aus München heraus, trotz der Schneeverhältnisse hier, alle hierher geströmt sind. Ein wunderbares Gefühl und ich bin wirklich sehr glücklich darüber. Okay, sehr schön. Sie sagten schon die Schneeverhältnisse. Wir haben Januar, Anfang des Jahres, alles noch sehr frisch und winterlich. Wie ist denn so Ihr Ausblick für das weitere Jahr hier in der HFF 2017? Naja, erstmal ist ja für München und Bayern die nächste Woche äußerst spannend und die Woche drauf, denn der Bayerische Filmpreis kommt, der Filmball, die gesamten Shows, der Verleiher, was sie im Programm haben und das strahlt auch immer auf eine Filmhochschule ab. Wir haben dieses Jahr aber ein ganz, ganz besonderes Jubiläum zu feiern. Da dreht sich alles drum, nämlich 50 Jahre ist der Lehrbetrieb aktiv der Hochschule für Fernsehen und Film und wir werden dieses Ereignis im Sommer ganz groß feiern. Wir haben verschiedenste Veranstaltungen vom Seriencamp, wir kooperieren natürlich wieder mit dem Münchner Filmfest, mit dem Docfest. Also das heißt, hier ist eigentlich die Aktivität, die wir ja schon im letzten Jahr gezeigt haben, ungebrochen. Da kann man eigentlich fast mehrere Wochenenden auch pro Monat hier Veranstaltungen besuchen. Und von daher sind wir dieses Jahr, glaube ich, mit Veranstaltungen und unserem Lehrangebot sehr, sehr ausgefüllt, weil das Jubiläumsjahr einfach alles dominieren wird. Okay, vielen Dank, klingt super. Vielen, vielen Dank. Dann, danke für euer Interesse. Ja, gerne. Einen schönen Abend. Danke. Tschüss. Auch.